Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zum Mindmapping. Ich habe dir in der letzten Folge gezeigt, was man überhaupt unter Mindmaps versteht, und jetzt möchte ich dir zeigen, wie man Mindmaps an und für sich erzeugt. Als erstes geht es darum, dass man eine Hauptaussage feststellt, dass man weiß, mit welchem Thema man sich beschäftigt und dann eben schaut, wie könnte man dieses Thema am besten darstellen. Ich zeige das hier am Beispiel von Oberösterreich. Und dann könnte man hier als Thema zum Beispiel nehmen Oberösterreich. Und das würde man in die Mitte eines Blattes zum Beispiel schreiben. Danach geht es dann darum, dass man hier neben dem Hauptbegriff, das man schon in die Mitte der Seite gesetzt hat, hier weitere Fragen oder weitere Begriffe sammelt. Man könnte ja auch von einem Brainstorming sprechen. Und dadurch entsteht dann eine Mindmap mit einer entsprechenden Reihe von Begriffen. Das schaut noch nicht so übersichtlich aus, aber man weiß schon, dass all diese Begriffe irgendetwas hier mit Oberösterreich zum Beispiel zu tun haben. Als nächstes muss man dann darauf achten, dass man diese Begriffe und Themen, die man hier verwendet, auch in einer kürzeren Form verwendet. Kürzere Form bedeutet, dass man nicht sehr lange Sätze schreibt, sondern einfach nur kurz und prägnant in einer Form etwas hinschreibt, dass man sich rasch wieder zurechtfindet. Ja? Und zur Steigerung der Übersichtlichkeit dieser Begriffe, die man angefügt hat, kann man hier mehrere Dinge machen. Man kann hier eine Ordnung hineinbringen. Das wäre dann hier in diesem Fall zum Beispiel, hat man hier die Begriffe soweit dann geordnet. Zur Erinnerung noch einmal hier diese Begriffe, die hier in einer losen Reihenfolge gewissermaßen hier in dieser Mindmap stehen, bin ich jetzt übergegangen, diese Begriffe zuzuordnen. Ich habe zum Beispiel den Begriff Österreich und Bundesland gehabt und habe ihn geordnet. Bundesland Österreich, das heißt Oberösterreich, ist ein Bundesland von Österreich. Dann Landesflagge, weiß-rot ist die Landesflagge von Oberösterreich. Die Landeshauptstadt ist Linz. Die geografischen Nachbarn sind hier zum Beispiel Bayern, Niederösterreich, Steiermark, Südböhmen, Salzburg und so weiter. Und somit bekommt man dann schon einen besseren Überblick. Zur Übersichtlichkeit kann man hier dann zum Beispiel erwähnen, dass man hier diese Mindmap wiederum im Uhrzeigersinn dann letztlich anordnet, dass man die Knoten und Themen, Begriffe hier schön hierarchisch darstellt. Das heißt, es gibt hier Oberbegriffe und von dem ausgehend gibt es hier dann weitere Unterbegriffe. Dann kann man verschiedene Farben verwenden. Man sieht das hier an den Linien, die ich hier gezogen habe. Man kann Grafiken verwenden. Man könnte auch noch Diagramme einbauen. Man kann Icons einbauen, wie hier 1, 2, 3, 4, 5 bis zu 11 dann hineingehend. Und man kann natürlich auch eine unterschiedliche Schriftgröße dann verwenden. Das heißt, hier in der Mitte der Begriff ist größer geschrieben, dann hier auch die Oberbegriffe und dann die Unterbegriffe, die dann schon detaillierter werden und eher fürs Detail wichtig sind, die werden dann etwas kleiner geschrieben. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann im Fall der Fälle, wenn man jetzt mit dem Computer eine Mindmap erstellt, auch Hyperlinks zu verwenden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicken würde, hier in meinem Programm, würde ich zum Eintrag zu Oberösterreich bei Wikipedia dann zum Beispiel vorstoßen. Und diese Übersichtlichkeit, dieses Einbringen von Begriffen, diese Ordnung der Begriffe, bringen uns dann wahrscheinlich den großen Vorteil beim Erfassen von Inhalten mit Hilfe von Mindmaps. Man findet sich so sehr rasch zurecht und kann dementsprechend ein Thema sehr gut zusammenfassen und dann vor allem auch die Informationen wieder sehr rasch abrufen.